So, ein Nachtrag vielleicht noch zum Personal. Lina Magull ist rausgerutscht aus dem Spieltagskader, der ja nur 23 Spielerinnen umfassen darf bei der Nations League. Das ist auf den ersten Blick schon ein bisschen überraschend, auf den zweiten vielleicht weniger. Die Münchnerin sucht seit Wochen Form und Fitness. Und mittlerweile ist auch Katrin Lehmann hier oben angekommen. Ich glaube, es waren ein paar mehr als 350 Stufen, oder Katrin? Ja, das kann man sagen. Und ich finde schön, dass du ausgerechnet beim Wort Fitness mich lancierst. Das werde ich mir merken. Vielleicht von dir noch so das ein oder andere Wort zu Lina Magull, die ja auch bei der Weltmeisterschaft so ein bisschen unterperformt hat, um es mal so zu sagen. Ja, sie kommt momentan einfach nicht an ihre wirklich ganz große Stärke ran. Sie ist ja auch eher eine Spielerin, die viel Magisches macht. Und dementsprechend ist es schade, dass sie jetzt noch nicht auf dieser Ebene ist. Also deutsche Mannschaft in den gewohnten Trikots, schwarz-weiß, Däninnen stoßen an. Auf geht's hier im Ostseestadion. Kulisse ist da. Bühl. Clara Bühl. Die Frau, die für die 1-1-Situationen zuständig ist, die immer wieder Tempo aufnehmen kann auf ihrem linken Flügel und damit gefährliche Angriffe initiieren kann. Also gleich der Eindruck in den ersten Sekunden. Deutsche Mannschaft verlegt die Pressinglinie nach sehr, sehr weit nach vorne. Das ist gut. Das ist ein gutes Zeichen und soll die Gegnerinnen natürlich gleich ein bisschen einschüchtern. Und vor allen Dingen beschäftigen. Sarai Linder hat sich in den letzten Monaten reingespielt in dieses Team auf der linken Außenverteidigerposition. Gut nach vorn verteidigt von Kathi Henrich. Also Körpersprache, Katrin, in den ersten Sekunden hier, muss man fast sagen, stimmt. Ja, und vor allem großartig, dass sie gleich den Anstoß zurückgeholt haben. Die Däninnen haben ja den Ball explizit gefordert und 5 Sekunden später war er da. Vor allem, sie sind immer zu zweit da und sie sind bereit für diese Pressschläge, für diese Prellbälle. Und das ist genau diese Körpersprache, die man gegenüber dem ganzen Team zeigen muss. Linda. Und sie helfen sich gegenseitig, könnte man in dieser Situation gerade mit Sydney Lohmann sehen. So, und das ist natürlich die Gefahr, die es immer wieder zu minimieren gilt. Puh, wenn der ein bisschen präziser gespielt wird. Ja, aber gleichzeitig, das ist eine Situation, die wir wahrscheinlich öfters erleben werden. Und wenn man das Team darauf einstellt, dass man sagt, wir werden vielleicht in Konter reinlaufen. Und wenn man das weiß, dann ist man auch bereit dafür und kann auch die 3-gegen-2-Situationen clever im Raum spielen. Also, dass die deutsche Mannschaft hier auf jeden Fall die Spielregie übernimmt, das war zu erwarten. So ist auch die Idee des dänischen Spiels, Gegnerinnen kommen lassen und dann auf den Umschaltmoment warten. Hier nochmal die Aktion. Der Tunnel von Vångsgård. Tick zu steil ins Zentrum rein. Wird so ein bisschen auch auf die Pressinghöhe der Däninnen ankommen. Und wir haben gerade eben schon so auf den ersten Eindruck erkannt, dass es gegen den Ball eher in einem 4-4-2 geht, also doch in einer Vierer Abwehrkette, aber das kann auch erstmal jetzt eine Momentaufnahme sein. Das hier mit der Nummer 4 ist Isabella Brühl-Obase, 21-Jährige, erst in ihrem 4. Länderspiel in der Mannschaft von André Jägerz, 51 Jahre alt, hat diese Mannschaft nach der Weltmeisterschaft von Lars Sønderborg übernommen. Ja, im Achtelfinale ausgeschieden gegen die Gastgeberinnen aus Australien. Gut nachgearbeitet von Lohmann und Bühl.
auch für ihn eine ganz nette Erinnerung, wie er sagt, hier Rostock. Vor genau 30 Jahren war er mal ein halbes Jahr Trainer vom damaligen Zweitligisten Hansa Rostock. Nicht ganz so erfolgreich, aber hat immer noch bekannte Freunde hier in Rostock. Ein gutes Omen, hat er gesagt, sei das hier. Erste Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft hier oben im Norden. Linda. Bühl. Sehr aktiv, dieses Pärchen hier auf der linken Seite. Sydney Lohmann. Und das ist schon in den ersten Sekunden zu erkennen, dass sie da einen großen Freiraum sich erarbeiten will. Wangskor. Völlig verunglückt. Also Sydney Lohmann wird sich natürlich nicht dauerhaft neben Alex Popp positionieren, sondern versuchen, sich so ein bisschen fallen zu lassen auf die Zehnerposition, um dann nachzurücken, nachzuschieben und die Strafraumbesetzung quasi aus der zweiten Reihe gestalten. Hinterer Oberschenkel sieht so aus. Das ist Linksverteidigerin Sophie Swawa. Oha, zu einem so frühen Zeitpunkt des Spiels schon eine absolute Stammkraft zu verlieren, wäre natürlich ein Handicap hier für die Däninnen. Haus-Robert Schmidt, Sarai Linda. Das Pendant zum Duo Linda Bühl auf der rechten Seite heute gewinnen und Hut. Auch da wird es auf die Abstimmung ankommen. Rubesch fordert da sehr viel von seinen beiden Außenverteidigerinnen. Immer wieder nachschieben, anbieten, überlaufen, Überzahl schaffen auf den Außenpositionen. Um dann die Option zu haben, entweder mit Flanke Alex Popp zu bedienen oder eben ins Halbfeld einzuziehen und da den Abschluss zu suchen. Daumen hoch, das scheint weiterzugehen. Wiggering. Boah. Er hat natürlich unfassbar viel Routine. Also Stine Balisaya doch so eher auf der rechten Position, wenn man mit Ball in Dreierkette aufbaut. Nicht zentral, das ist schon verwunderlich, denn sie hat ja die Erfahrung, eine Abwehrkette zu dirigieren. Und die junge Brühl Obasa habe ich angesprochen. Gut. Einfach zu Debritz. Jetzt sehen wir hier aus der Ferne so ein Kopfschütteln. Mal gucken, ob das weitergehen kann mit Sava. Aber erstmal weiter die deutsche Mannschaft. Es ist schön zu sehen, dass das deutsche Team immer gleich mit 4, 5 Spielerinnen in den 16ern nach vorne rückt und da ganz viele enge Situationen schafft und dadurch auch alle Gegenspielerinnen binden und irgendwann wird einer durchrutschen. Nüsken. Nicht ganz satt getroffen, aber immerhin. Das war ein guter Move hier von ihr in den Ball rein. Und dafür ist sie auch da. Rutscht ihr so ein bisschen über den rechten Spann. Und eben gerade an der dänischen Bank haben wir schon Janni Thomsen gesehen. Die ganz offensichtlich jetzt Sophie Swawa ersetzen wird.
wieder Clara Bühl. Stark durchgesetzt, die Flanke allerdings nicht präzise genug. Platz ist weiterhin da, Julia Quinn war das. Hegering. Alex Popp sucht noch ihren Raum. Eines haben die deutschen Spielerinnen auf jeden Fall schon erreicht, nämlich sie haben das Publikum hinter sich. Sie haben es sofort geschafft, durch diesen beherzten Auftritt in den ersten Minuten, dass das Publikum mitgeht. Und ich glaube, das ist so, das spürt man als Spielerin in so einer Situation. Und dann merkt man, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, 10. Minute, da haben wir den angesprochenen Wechsel. Das dürfte ein Positionsgetreuer auf der linken defensiven Bahn sein. 23-Jährige in ihrem 33. Länderspiel, war auch schon bei der WM, auch schon bei der EM 22 mit dabei. Übrigens alle Spielerinnen hier im dänischen Aufgebot, außer den beiden Ersatztorhüterinnen, im Ausland tätig. Die dänische Liga hat da nicht so diesen Stellenwert. Qualität der dänischen Spielerin deutlich besser. Also guckt man, dass man im europäischen Ausland einige Spielerinnen auch in den USA auf höherem Niveau agieren kann. Pop mit Hut. Und Linda, gute Verlagerung. Spiel breit machen, Lücken reißen. Das ist die Aufgabe. Linda. Funktioniert bislang prima, das Zusammenspiel mit Bühl dort links. Und auch hier aufmerksam Quinn. Ebenso Marina Hegering. Den Schritt vor der Gegnerin am Ball. Und das ist ja, Katrin, diese sogenannte Vorwärtsverteidigung. Die muss natürlich dann sitzen, sonst hast du hinten sofort eine Lücke. Und vor allen Dingen muss man das mit jeglicher Konsequenz machen. Auch jetzt gerade diesen Ballgewinn von Marina Hegering. Sie, wenn sie ihn nicht hat, dann sieht sie schlecht aus. Aber es geht heute nur um den Mut und den ersten Gedanken voll durchzuziehen. Debritz, ja, kleiner technischer Fehler. Auch das hat Horst Rubesch im Vorgespräch im Übrigen angesprochen. Bloß keine Angst vor Fehlern haben, sondern mutig agieren. Es sind 11 Spielerinnen auf dem Platz, die sich gegenseitig unterstützen sollen. Sobald der eine mal einen Fehler unterläuft, muss es eben eine andere korrigieren. Und bloß nicht vor Angst erstarren. Und das war ja beispielsweise auch ein Hauptproblem, das die deutsche Mannschaft durch die WM begleitet hat. Ja, Wangsgaard da die Einzige, die da ein bisschen versucht, Druck auszuüben. Aber immerhin, Däninnen schieben dann zumindest bis zur Mittellinie rauf und erschweren der deutschen Mannschaft jetzt den spielerischen Aufbau von hinten heraus. Riesenaktionsradius da von Cindy Lohmann. Hinten jetzt auf der Rechtsverteidigerposition sich für einen Moment eingefunden. Sie will dieser Mannschaft helfen. Fehlpass jetzt und gleich geht es wieder in die andere Richtung. Sarah Debritz, die sich bei Lyon in den letzten Wochen so ein bisschen rangekämpft hat. Zu Beginn der Saison ja oft nur von der Bank gekommen. Tor, Tor Deutschland, Alexandra Popp. Wer sonst, mag man sagen. Spielminute, erste wirkliche nennenswerte Aktion von Alex Popp und die sitzt gleich. Hereingabe von Linda, bewegt sich dort gut und die dänischen Verteidigerinnen da viel zu weit weg von einer Spielerin wie Alexandra Popp, deren Kopfballspiel
ja nun jedem bekannt sein dürfte. Das Beste, was es im Frauenfußball in der Luft überhaupt gibt. Aber auch was für ein Sprint von Sarah Linder. Man hat das wirklich gesehen, Sarah Debritz wartete. Clara Bühl wartete, man hat schon gesehen, Sarah Linder hat Clara Bühl gerufen, ich komme. Und die ist von der eigenen Platzhälfte losgesprintet und hat es durchgezogen. Und dann noch nach diesem Sprint so eine gute Flanke zu spielen. Und ja, Alexandra Popp, das kennen wir. Also das war eine großartige Teamleistung gerade. Und was so ein frühes 1-0 natürlich jetzt mit dieser Mannschaft machen kann. Die Köpfe sind oben, das Selbstvertrauen ist da. Spürbar. Sydney Lohmann. Keine gute Idee da gehabt, was sie mit dem Ball anfängt. Deswegen hat sie es mal allein probiert. Wir erinnern an ihren Auftritt auch im Spiel gegen Südkorea, als sie spät reinkam. Für meine Begriffe zu spät und dann so viel Dynamik reingebracht hat. Aus jeder auch nur so im Hauch möglichen Position abgezogen hat. Linda macht das mit einer Selbstverständlichkeit in ihrem erst 7. Länderspiel, als wenn sie schon jahrelang dabei wäre. Die Hoffenheimerin. Starke Zweikämpfe, defensiv und viel, viel offensiv dran. Thürsen hängen geblieben bei Hegering. Sie gewinnen die Zweikämpfe. Nüske mit Debritz. Völlig neu zusammengestellte Mittelfeldachse. Mancha gegen Hegering. Eckball Dänemark. Und das ist ja fast ein Männerpublikum hier, Männerfußballpublikum. Pfiffe bei der Ausführung einer gegnerischen Ecke. Und das Gleiche nochmal. Lohmann, die das Ding hier entschärft hat. Wehe kommt gut. Oh, auch das ein starker Kopfball von Trulska. Viel zu frei da. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen, Katrin, an die Standardverteidigung während der WM. Ja, da war jetzt gar nicht gut. Man hat auch gesehen, Horst Rubesch war an der Seite und hat schon gerufen, eine muss raus. Ich glaube, er hat sie schon gesehen. Und das darf natürlich nicht sein, weil das war ein sehr gut und scharf geschlagener Eckball. Da haben sie jetzt Glück gehabt. Dabei habe man sehr an den Standards gefeilt, sowohl an den defensiven als auch an den offensiven, hat Thorsten Rubesch gesagt. Muss hellwach sein bei jeder Eckenausführung des Gegners. Das ist jetzt eine sehr schwierige Phase für die Deutschen, weil sie dieses Tempo natürlich nicht mitgehen können und diese zwei Standards jetzt gleich ein bisschen diesen schnellen Gang rausgenommen hat. Und da sind die Däninnen jetzt gut, weil jetzt können sie kontrolliert aufbauen. Jetzt müssen die Deutschen entscheiden, gehen wir wieder ganz stark drauf oder ordnen wir uns mal ganz kurz. Also auch hoffentlich machen die Däninnen hier nicht den Eindruck, als wenn sie jetzt hier extrem geschockt seien aufgrund des frühen Rückstandes. Schon ein sehr gefestigtes Team. Popp da sehr eng markiert von Brülo Base. Und
Sigurdsson. Gute Flanke. Ja, nicht ganz optimal die Abwehraktion von Merle Froms. Da muss, wenn sie den so weckt, patschen will, da muss er weiter raus. Ne? Ja, die stand ein bisschen falsch. Ja, ein bisschen eine Fachfrau zwischen den Pfosten. Sie hat schon ein bisschen sich rausgeschmuggelt und ist dann in der falschen Schrittfolge reingekommen, weil es wäre durchaus eine Gefahr da gewesen, dass er auch die Flanke über den Fuß rutscht und direkt reingeht. Ja. Wenn wir dann noch mal kurz an ihren O-Ton denken im Vorbericht von Meili Scheidemann, ne, was Horst Rubesch hier immer sagt, ja bitte, den musst du auch festhalten können. Also Anspruch ist hoch und der Wille, sich permanent und stetig zu verbessern auch. Nüsken. Katja Henrich hat viel Platz. Das ist Julia Quinn. Also auch die rechte Außenbahn jetzt deutlich belebter als in den ersten Minuten mit Quinn und Hut. So, schauen wir mal, welche Variante jetzt beim ersten Eckball der deutschen Mannschaft zum Zuge kommt, was hier einstudiert worden ist. Zwei Spielerinnen sehr eng vorm Tor, drei, vier Deutsche eher so rund um den Elferpunkt, um einzulaufen mit Schwung. Sarah Debretz also. Mit ihrem starken Linken, der geht eng vors Tor. Nicht ganz so eng, wie ich vermutet hatte. Von Linda ziemlich gut. Wenn Pop da hätte noch verlängern können, dann hätte Svenja Huth womöglicherweise dort hinten den Raum gehabt. Hendrich mit Froms, der bekanntlich über ein gutes Fußspiel verfügt. Aufbauspiel hinten raus mit breiten Innenverteidigern. Aber Däninnen stellen das ganz gut zu. Linda ist aber nicht zu stoppen hier in dieser Anfangsphase. Gefällt mir riesig. Foulspiel an Debretz, Freistoß von Sanne Trulska. Ja, touchiert sie dort. Am rechten Fuß. Das 67. Länderspieltor im 134. Spiel für Alexandra Popp. Das sind eindrucksvolle Zahlen, die die Spielführerin hier zu bieten hat. Über ihre Trefferquote bei den letzten beiden Turnieren müssen wir nicht reden. Das ist allen noch im Gedächtnis. Für Henrich, aber die konnte sie nicht mehr kontrollieren. Alle aufgerückt. Deutschland bleibt im Ballbesitz. Das ist gut. Also auch im Passspiel deutlich mehr Schärfe drin, als wir das in den letzten Monaten erlebt haben. Debretz.
Nüsken. Und stark gearbeitet hier von Clara Bühl. Sie kann auch Rückwärtsbewegung. Das ist eine neue Erkenntnis. Lohmann wieder. Hickering. Ganze Mannschaft weit aufgeschoben. Bleibt eng in den Mannschaftsteilen, die deutsche Mannschaft. Keine Lücken zulassen. Und jede Umschaltaktion im Ansatz unterbinden. Sonst wird es natürlich hinten luftig. Clara Bühl. Nochmal Bühl. Lohmann im 16er und Pop am längeren Pfosten postiert. Und auch Nüsken war eingerückt. Was momentan wirklich richtig stark ist, dass die Spielerinnen von Horst Rubesch schnelle Entscheidungen treffen. Und das ist einfach etwas, was das Spiel dynamisch macht, was Selbstvertrauen gibt. Und dementsprechend haben sie auch die Oberhand momentan. Bühl. Und wieder geht's per Kopf. Marina Hickering, eine bekannt starke Kopfballspielerin, auch offensiv. 26. Minute, 2-0 Deutschland. Und damit wären sie jetzt gerade mal Tabellenführer. Zweites Kopfballtor in diesem Spiel. Ein einfaches Muster, aber wenn es dann so ausgeführt wird, natürlich auch mit viel Freiraum, aber das ist Marina Hickering, mit Schwung einlaufen bei diesen Eckbällen. Und sie wartet sehr lange und ist dann die Einzige, die wirklich noch in der maximalen Vorwärtsbewegung ist. Und sie weiß, wo sie steht und wie sie sich mit diesem Kopfball auch orientiert hat, dass der hintere Pfosten frei ist. Das war ganz, ganz stark. Also bis hierhin können wir unterm Strich festhalten, die deutsche Mannschaft liefert mit Unterstützung dieses fantastischen Publikums. Es ist in ganz, ganz vielen Belangen, Körpersprache, Stringenz in den Aktionen, Mut nach vorn zu spielen, sich gegenseitig helfen zu wollen. Ein deutlich anderes Spiel. Jetzt die gelbe Karte für Hickering und das ist die erste Hiobsbotschaft dieses Abends. Denn Marina Hickering ist schon vorverwarnt. Und würde damit fürs letzte Spiel gegen Wales am Dienstag ausfallen. Es ist jetzt irgendwie eine harte gelbe Karte, muss man sagen, weil beide eigentlich nicht wirklich kontrolliert den Ball haben und Marina ja in keinster Art und Weise diesen Körper spielen wollte. Das ist hart. Ich glaube, das war auch ihre Argumentation jetzt gerade selbst. Es war doch im Kampf um den Ball. Also sehr, sehr an der Kante diese Entscheidung. Sei es drum, müssen sie jetzt wegstecken. Freistoß Thomson, der geht direkt aufs Tor. Nüsken hat ihn da verlängert und zwar übers Tor. Das war wichtig. Das war sehr wichtig. Nächster Eckball Thomson. Kommt auch gefährlich. Zweiter Ball und Frums ist da. Wow, da waren viele Beine dazwischen. Ansonsten war es eine starke Variante. Abdallah aufgenommen. Und wenn wir es richtig gesehen haben, war es Tulsgaard, die diesen Abdallah hier verarbeitet.
Und Alex Popp wäre auch noch da gewesen. Dieses Bild, drei Spielerinnen auf der Torlinie und Merle Fromms und alle möchten das Tor verhindern. Das müsste man fotografieren und sagen, das ist Team. Lohmann. Umzingelt von drei, vier Roten. Hat das gut gelöst. Bühl. Jetzt mal ihr Antritt und der Move nach innen. Sidney Lohmann. Also nochmal für alle, die nicht ganz so modusfest sind hier in dieser neu geschaffenen Nations League. Es geht dann in erster Linie bei Punktgleichheit um den direkten Vergleich. Der wäre jetzt definitiv identisch zwischen Dänemark und Deutschland. Aber deutsche Mannschaft hat dann jetzt zu diesem Zeitpunkt das bessere Torverhältnis insgesamt in der Gruppe. Und nochmal, am Dienstag findet der letzte Spieltag statt. Deutschland nochmal gegen Wales und die Däninnen gegen Island. Da gehen wir mal davon aus, dass keine dieser beiden Mannschaften patzen wird. Zumindest nach den Eindrücken im Verlauf der Spiele dieser Gruppe. Und dann, die Zeit ist auch noch gerade da, ist natürlich noch nichts gewonnen. Dann geht es ja erstmal ins Final Four, wenn sich Deutschland als Gruppensieger qualifizieren sollte. Und da, dort warten dann wirklich die ganz Großen der europäischen Fußballbühne. Frankreich bislang verlustpunktfrei unterwegs, Spanien sehr souverän. Und dann aus der Gruppe England, Niederlage, Niederlande, Belgien wird es noch spannend. Nur zwei qualifizieren sich für Olympia. Kleine Ausnahme, falls Gastgeber Frankreich im Finale ist, dann wird es auch für den Gruppendritten bzw. den Dritten des Turniers am Ende Richtung Paris gehen. So, das kurz zur Regelkunde. Linda setzt sich wieder durch. Ohne Fehl und Tadel bislang die Hoffenheimerin. Mit vielen Akzenten. Hat sie ein bisschen gepokert. Clara Bühl wird belohnt. Stark gemacht. Bühl. Zweimal durchgesetzt. Findet aber die Schusslücke nicht. Sie behaupten den Ball. Und nochmal Clara Bühl. Hat ja schon drei Treffer in dieser Nations League erzielt. Damit in den letzten Wochen und Monaten eine der erfolgreichsten Spielerinnen offensiv im Team von Horst Rubesch gewesen. Wangsgaard da vorne. Aber noch hat die deutsche Deckung bislang alles sehr stabil im Griff. Eine deutsche Spielerin immer eng bei dieser Zielspielerin. Und kaum sage ich's, macht sich der Raum auf. Wangsgaard. Wangsgaard! Fromms ist da. Da war Henrich nicht ganz gut positioniert. Gut durchgespielt da. Illegal war das. Die da nochmal auf so einen kleinen Fehler von Fromms gelauert hatte. Die aber den Gefallen nicht tut. Höh. Hendrich mit Gewinn. Gut. Laufbereitschaft, Katrin, heute deutlich höher, als wir das zuletzt gesehen haben. Und vor allen Dingen, sie laufen auch mit Kopf. Also sie schauen zu. Clara Bühl, Fahne ist oben, Fahne ist früh oben. Kann sich
den Kraftaufwand da sparen, Clara Bühl. Abseitssituation. Entschuldige, Katrin, dass wir dich da unterbrochen haben. Nein, das war wichtig. Vielleicht hätte es ja geklappt. Nein, es geht einfach darum, dass die Laufbereitschaft ist groß und sie sind wach. Das heißt, sie machen keine Fehlläufe, sondern sie ahnen, okay, dieser Ball könnte kommen. Ich glaube daran, ich laufe durch. Und durch diesem Durchlaufen ergeben sich neue Räume für die hinteren Spielerinnen, neue Anspielstationen. Und deswegen, es gefällt mir auch sehr gut, dass sie weiterspielen, obwohl sie 2-0 führen, dass sie weiter so eindrucksvoll spielen und klar mit ihrer Körpersprache und ihrer Entscheidungsfreudigkeit. Und auch das Anlaufverhalten wirkt für mich viel aggressiver. Ja. Wieder Thomsen, die viel, viel macht nach ihrer Einwechslung. Gut aufgepasst von Hegering gegen Hasbro da. Gutes Timing. Und wenn wir das Anlaufverhalten, diese Aggressivität gegen den Ball der deutschen Mannschaft gerade so ein bisschen hervorheben, möchte ich das anhand von Sarah Debritz mal tun, die ich auch in den letzten Wochen nie so stark gesehen habe. Aber ich glaube, heute will sie sich auch befreien aus ihrem so kleinen Formtief. Hm? Was mir eben sehr gut gefällt, wie Debritz und Nüsken miteinander harmonieren. Also sie stehen gut gestaffelt nebeneinander. Man sieht auch, wie sie kommunizieren und dirigieren und immer versetzt stehen. Danke für Pop. Aber Brülowase ist da. Und das ist auch eine Reaktion auf eine vermeintliche Fehlentscheidung der Schiedsrichterin. Natürlich will Alex Pop den Eckball da haben. Wir warten auf die Zeitlupe. Und da muss die Schiedsrichterin Marie Caputi jetzt nur souverän bleiben, denn solche Emotionen gehören natürlich dazu. Ja, ich glaube, Pop hat da das Ganze richtig wahrgenommen, hätte Ecke geben sollen. Zupacken im zentralen Mittelfeld. Stark gemacht von Sioko Nüsken. Bühl, die erarbeitet sich immer wieder den entsprechenden Raum da auf ihrer linken Außenbahn. Linda sucht Pop, findet aber Lohmann. Das sind gute Bälle, dass man nicht immer alles direkt zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer reinbringt, sondern eben auch eher Richtung 16er, wo Sydney Lohmann auch lauert. Sie hat ja schon mal einen Abschluss, den sie nicht so gut getroffen hat. Aber die Däninnen rutschen jetzt so weit vor das eigene Tor zurück, dass man diesen Raum an der 16er-Linie vielleicht noch mehr suchen kann. Da haben wir gerade hier in der Zeitlupe auch noch mal gesehen. Ausgangspunkt, dieser Ballgewinn, dieser gemeinschaftliche Ballgewinn im zentralen Mittelfeld. Start. Und auf Dauer zieht das natürlich den Däninnen irgendwann auf den Zahn. Im Moment finde ich ihre Körpersprache noch absolut auf Augenhöhe. Aber dieses Zupacken, diese Körperlichkeit, diese physische Stärke der deutschen Mannschaft heute, das hat es im Hinspiel nicht gegeben. Und irgendwie fühle ich mich da heute bei diesen Momenten an die Möwen erinnert, auf dem Weihnachtsmarkt hier in Rostock. Denn die haben ein Pressingverhalten an den Tag gelegt, das kann ich dir sagen. Habe ich heute schön beobachten können. Sobald jemand auch nur irgendetwas in der Hand hielt, was Essbares, sind die angeflogen gekommen und haben denjenigen oder diejenige attackiert und belästigt. Unfassbar aggressive Möwen hier unterwegs. Ich fand den richtig gut. Ich habe nur gedacht, was soll ich denn jetzt darüber sagen? Ja,
Erste kleine Phase mal, dass die Däninnen haben den Ball über ein paar Stationen laufen lassen können. Aber auch da wieder ein sehr, sehr guter Zeitpunkt von der deutschen Mannschaft, den Ball zu erobern. Wir haben uns natürlich in den letzten Wochen immer wieder alle, wir Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Fans, die Anhängerinnen gefragt, welche Kritiken hat es da eigentlich gegeben zwischen Mannschaft und Trainerteam bei der WM? So richtig klar ist das in den letzten Wochen nicht geworden. Ein bisschen Aufschluss, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird die Dokumentation Born for This liefern können. Ab jetzt sofort in der ZDF-Mediathek zu sehen, morgen spätabends nach dem Sportstudio, dann auch noch mal im linearen Fernsehen. Also schauen Sie rein und machen Sie sich selbst ein Bild. Alex Popp beispielsweise hat die Vorbereitung als nicht optimal eingeordnet. Zu lange Nominierungsphase war, zu viel Druck, zu wenig Zeit zum Einspielen, zur Mannschaftsfindung, so äußern sich einige Spielerinnen. Und wir bleiben trotzdem immer vorsichtig bei all diesen Dingen, denn natürlich hat sich auch das Trainerteam in ihren Entscheidungen etwas gedacht. Und da darf sich jeder seine eigene Meinung machen. Fakt ist, dass der Deutsche Fußballbund ja mittlerweile so weit gehandelt hat. Sportdirektorin Mia Künzer ist fix, wird in den nächsten Tagen vermutlich öffentlich bekannt gegeben. Da gibt es noch ein paar Formalien zu klären. Und ich bin ganz sicher, Katrin, du wirst mich ganz sicher bestätigen, dass Mia Künzer auch schon im Hintergrund sehr fleißig sich Gedanken macht über eine zukünftige Trainerin oder Trainer. Ja, das ist klar. Wenn man zur Diskussion steht für so einen Posten, da weiß man, was auf einen zukommt. Vor allem eine Mia Künzer, die ja doch auch viel Ahnung vom Fußball drumherum hat. Und dementsprechend wird das sicher eine schwierige Aufgabe, aber eine lösbare. Wieder der Ball gewinnt. Lohmann, kann sie daraus noch was schaffen? Sie bleiben komplett fokussiert, sie bleiben in der Spannung, in der Körperspannung, deutsche Mannschaft. Wieder was gegen den Ball arbeiten hier von Sarai Linder. Und das ist die Gefahr, die ich beschrieben habe. Wenn es dann mal nicht klappt, ist der Raum im Rücken frei. Aber dann müssen eben die anderen aushelfen. Und das klappt bis hierhin ganz gut. Wichtig ist jetzt, dass die Spielerinnen das Tempo hochhalten bis zur Halbzeit, weil sie nicht den Däninnen den Gefallen tun, dass sie sich schütteln können in der Halbzeit. Also jetzt vielleicht noch mal den ein oder anderen Nadelstich setzen. Spielstationen vor dem Ball, die Däninnen. Und das ist auch ein Kompliment an die deutsche Mannschaft, weil sie eben die Räume gut zulaufen, die Passwege zustellen. Also das, was bislang hier in dieser ersten Halbzeit von der deutschen Mannschaft geboten wurde, ist, ich will nicht sagen erste Sahne, aber sehr, sehr gut. Und vergleichsweise zu dem, was wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, richtig klasse. Reaktion.
Wenn wir das richtig sehen, ist das Kathrine Wehe, die dort am Boden liegt. Sofort das Spiel unterbrochen, Schiedsrichterin Caputi, weil sie da gemerkt hat, dass die Dänen was abbekommen haben. Das war allerdings eine andere Szene. Gelegenheit für André Jägerz, hier noch mal ein bisschen zu justieren. Braucht natürlich jetzt einen neuen Impuls, die Mannschaft. Sie ist wie hängen geblieben, als sie einen Pass gespielt hat, und ist wie mit dem Fußgelenk hängen geblieben. Das tut weh. Also das ist immer ja die schwierigsten Verletzungen, wenn man ohne Fremdeinwirkung hängen bleibt. Das sieht nach Sprunggelenk, nach Bändern aus. Ja. Schmerzhafte Angelegenheit. Das war das 1:0 von Alexandra Popp. Und kurz danach hier nach der Ecke von Bühl das 2:0 von Marina Hegering. Zwei Kopfballtore für die deutsche Mannschaft. Und diese Körpersprache hier, die sagt alles. Das ist so ein Tick Befreiung im Moment. Jetzt müssen sie es nur konzentriert erstmal bis in die Pause und dann über diese 90 Minuten plus Nachspielzeit spielen. Konsequent und immer noch mal auf das dritte, möglicherweise vierte Tor aus sein. Bloß nicht in irgendeinen Verwaltungsmodus schalten. Das geht zumeist schief. Also es sind mal wieder die erfahrenen Kräfte. Alex Popp 31 Jahre alt, Marina Hegering 32 Jahre alt. Die in einer solchen wichtigen Partie hier die Signale setzen. Also 3 Minuten Nachspielzeit in dieser ersten Halbzeit. Es gab 2, 3 Verletzungspausen. Absolut korrekt. Ja, gut gedoppelt. Monska, sie helfen sich gegenseitig. Das müssen wir an der Stelle wiederholt anmerken. Vor allen Dingen sind sie so nah dran, dass sie sich nicht drehen können. Damit geht es gar nicht darum, dass man direkt den Ball gewinnt, sondern dass sie einfach nur da sind, damit sie sich nicht drehen kann. Und dann kann nämlich auch die Mitspielerin helfen. Und das machen sie richtig gut und konsequent. Also wir sehen Kathrine Wehe wieder im Spiel. Hier haben wir sie am Ball, aber sie läuft überhaupt nicht rund. Ich schätze mal, sie wollen sich da bis in die Pause retten. Lohmann. Ihren besonderen Laufstil immer so ein bisschen den Kopf tief in die Schultern gezogen. Hüske auf den Flügel ausgewichen. Spielt ja bei Chelsea durchaus etwas offensiver, sogar zwischenzeitlich mal auf der 10er Position. Und das hat sie als ihre Lieblingsposition auserkoren. Kathi Henrich. Sind schon über die 3 Minuten hinaus. Vielleicht kommt es noch zu einem Abschluss. Sieht nicht so aus. Aber Schiedsrichterin lässt noch laufen. Hopp! Ja, die Rufe sind bis hier oben zu hören. Die Warnung, dass da von hinten eine Gegenspielerin kommt für Sarai Linder. Also sie sind alle permanent wach, die deutschen Spielerinnen. Starke Körpertäuschung von Henrich. Stark gemacht.
starken Linken nochmal. Das ist es. Deutsche Mannschaft führt völlig verdient nach einer richtig guten Leistung mit 2:0 gegen Dänemark. Also ist auf Pflichtspielkurs, hätte ich fast gesagt. Publikum ist auch da. Wir melden uns gleich zurück, aber erstmal zum Heute-Journal nach Mainz. Ja, sie laufen mit Herz und Kopf, hat Katrin gesagt. Ich glaube auch ein bisschen mit den Beinen. Aber was sie hier bislang auf den Platz bringen, das ist ziemlich stark. Und das ist eine Debütantin, die jetzt ihr erstes Länderspiel feiern darf. Elisa Senz von Bayer Leverkusen. War mal schon im Kader mit dabei gewesen, dann mal auf Abruf. Und jetzt kommt sie hier zu ihrem ersten Länderspiel für Deutschland, für die A-Nationalmannschaft. Zentrale Mittelfeldspielerin. Wir müssen mal schauen, wer rausgegangen ist. Gucken mal auf den Platz. Wir haben hier leider keine Informationen hier oben bekommen. Joke Nüsken sehe ich noch. Sarah Debritz, glaube ich, ist raus. Also, das ist natürlich jetzt auch in dieser Situation eine Gelegenheit für eine Debütantin. Debritz, gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Und natürlich ist die Belastung gerade für die Spielerinnen bei den großen internationalen Clubs extrem hoch. Und da will man eine Sarah Debritz, die ja, wie angesprochen, auch langsam erst mit mehr Spielzeit wieder rangeführt worden ist, nicht überlassen. Das ist, finde ich, eine gute Maßnahme. 26 Jahre alt, Elisa Senz wird jetzt da neben Nüsken im zentralen Mittelfeld agieren. Bringt viel Tempo mit, viel Dynamik, griffige Aktion. Starke Spiele in der Bundesliga gemacht, hat sich dadurch hier ihre Nominierung verdient. Ansonsten baut Horst Rubesch ja in diesen Wochen, Monaten, das hat er ja auch ganz beabsichtigt so angegangen, auf überwiegend bewährtes Personal, weil er da natürlich überhaupt nicht die Zeit und die Muße hatte, irgendwie zu experimentieren, sondern hier ergebnistechnisch das Ganze so zu gestalten, dass man überhaupt noch die Chance auf Olympia hat. Alles andere wird dann danach kommen. Foulspiel hier von Alex Popp an Troelska. Und es gab jetzt im Nachgang, nach dem zweiten Hakeln, offensichtlich auch noch die gelbe Karte für Popp. Die allerdings noch nicht vorverwarnt ist. Von daher erstmal kein Grund zur übermäßigen Aufregung. Stark gelöst dort hinten diese knifflige Situation im Strafraum von Sarah Linder. Also ich wiederhole mich da gern, was wir von ihr in den letzten Spielen hier gesehen haben auf dieser linken Außenverteidigerposition. Das ist schon sehr, sehr stark. Hat sich reingespielt in die erste Elf. Das ist die angesprochene Zweikampfsituation im Strafraum. Also absolut alles im erlaubten Bereich. Eckball Dänemark. Wehe. Upsala. Sah gefährlich aus. So, also ganz offenbar hat Trainer Jägerz hier seine Spielerinnen aufgefordert, jetzt mehr Stress auszulösen, früher Stress auszulösen, deutsche Mannschaft gar nicht so in den Spielfluss kommen zu lassen.
Aber das war ja zu erwarten, dass es da irgendeine Reaktion jetzt geben wird in diesem zweiten Abschnitt. So, Katrin auch wieder da. Bist auch gelaufen mit Herz und Kopf. Ja, Frau musste ich zählen. Aber hast du ja geschafft. Jetzt mit dem Signal da vorne drauf zu gehen, zwingt zumindest schon mal zu Fehlern. Bühl. Flanke kommt zu Alex Popp. Ball noch gut, Ball noch in der Gefahrenzone. Linda mit Bühl. Und geht gleich nach. Wieder Hegering mit dem guten Auge fürs Rausrücken für den Zeitpunkt. Das war Brülo Base, die sich da im Kopfballduell gegen Alex Popp behaupten konnte. Und das in ihr erst vierten Linde-Spiel. Lohmann, Platz. Das erinnert ein bisschen an das Spiel gegen Südkorea. Tempo aufnehmen, sich Platz verschaffen und die erste Lücke sofort nutzen, um abzuschließen. Sydney Lohmann. War ja auch zuletzt wieder verletzt gewesen, fehlte bei den letzten beiden Länderspielen. Und auch ihrem Verein Bayern München. Wenn sie mal für einen längeren Zeitraum richtig fit, richtig gesund bleibt, dann ist sie eigentlich, Katrin, aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken, wie ich finde. Also dann gehört sie zu mit den weltbesten Spielerinnen. Das muss man einfach sagen, von ihrer Intelligenz her und von ihrer Athletik und ihrer Entscheidungsfreudigkeit. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Sehr stark. Auch dieses Laufduell gerade eben von Linda hat dazu geführt, dass die Däninnen den Fehler begehen und die deutsche Mannschaft wieder ins Spiel bringen. Also die Infrastruktur insgesamt im deutschen Spiel, die ist schon höchst beeindruckend. Natürlich, immer wenn wir das vergleichen mit dem, was wir in den letzten Monaten gesehen haben. Der Anspruch, das so häufiger zu zeigen, den hat die Mannschaft ja selbst. Clara Bühl, viel los da im 5-Meter-Raum. Ball kommt lang. Und Ballis erklärt das mit all ihrer Routine. Sie eine der Spielerinnen, die im Übrigen in den USA kicken bei Kansas City. Nächste Ecke, diesmal von rechts. Das übernimmt jetzt Svenja Hoth. Wird den Ball wegtreten vom Tor. Das heißt, eine einlaufende Spielerin. Stark gemacht von Hoth. Jetzt die Flanke. Aber Lene Christensen ist da. 30. Länderspiel. Auch schon. Wenn wir die Nations League mal zu einem Turnier, und das ist es ja, mitzählen dürfen, ihr drittes Turnier nacheinander nach EM und WM. Deutsche Mannschaft dort auch im Mittelfeld funktioniert, wie griffig sie agiert, kann man schon daran erkennen, dass die junge Katrine Kühl bislang eigentlich nur defensiv in Erscheinung getreten ist. Ist ja ein ganz junges Talent bei den Dänen, 20 Jahre erst alt. Sehr vielversprechend. Da haben wir sie am Ball.
aber überhaupt noch nicht dazu gekommen, offensiv sich in Szene zu setzen. Für alle, die ein gutes Gedächtnis haben, kurz noch mal zur Erinnerung, auch im Gruppenspiel gegen Deutschland bei der Europameisterschaft 2022 in England, das ja deutlich mit 14:0 für Deutschland ausgegangen ist, hatte sie einen besonderen Auftritt, Kathrine Kühl. Weiß nicht, Kathrin, ob du dich noch erinnerst, als Joker spät eingewechselt und dann in der Nachspielzeit mit der roten Karte vom Platz gegangen. Jetzt aber wieder Clara Bühl. Ihr gilt unsere Aufmerksamkeit. Macht unglaublich viel mit ihrer Laufstärke, mit ihrer Sprintstärke und mit ihrem mutigen Zweikampfverhalten in der Offensive. Die agilste 1-1-Spielerin der deutschen Mannschaft, zumindest jetzt hier auf dem Platz. Mir würde noch Jule Brandt einfallen, wenn sie denn mal wieder in ihre Verfassung, in ihre Form kommt. Die Wolfsburgerin, die aus ihrer Sicht zu wenig Spielzeit sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft hin und wieder beklagt hat, aber auch die Leistung nicht gezeigt hat zuletzt. Klare Delle. Ecke Bühl wieder. Sie bleiben fokussiert. Merle Froms spielt mit, war mit aufgerückt, kann den Ball jetzt sauber entgegennehmen und wieder neu aufbauen. Gut vorbeigelegt von Nüsken. Gut, jetzt beim Einwurf will das Ganze schnell lösen. Vielleicht die Däninnen da noch ein bisschen in der Unordnung erwischen. Hut. Nüsken. Aber das ist gut. Der erste Gedanke ist immer, ich ziehe gleich ab und sie ziehen es durch. Und das ist genau das Richtige. Diese Freude zu sagen und dieser Mut, okay, ich probiere es. Ja? Und das ist, das müssen sie beibehalten. Ich glaube auch, dass sie noch schnörkelloser spielen müssen. Ich denke, das nächste Mal, wenn Clara Bühl über links kommt, muss sie direkt reinziehen. Nicht nur noch mal an den Haken schlagen, sondern einfach direkt in diesen 16er rein. Gesichtsausdruck von André Jägertz hat auch nicht allzu viel Mut gemacht für die dänischen Spielerinnen. Offensivfoul, so sieht es jedenfalls Marika Putti. Ja, Pop kreuzt hier, das ist natürlich überhaupt keine Absicht, aber wenn sie ihre Gegnerin da zu Fall bringt, dann ist das eine richtige Entscheidung. Aufmerksam nach wie vor, auch alle Defensivspielerinnen im deutschen Team. Hut läuft durch und stiftet dort Unruhe. Und auch das ist noch mal ein Zeichen für die Mannschaft, auch solch einen Ball nicht aufzugeben. Publikum ist sofort wieder da. Diese Interaktion ist so wichtig bei so einem wichtigen Fußballspiel, wo es um alles geht. Also, wir haben es ja hinlänglich beschrieben. Ist die neue gewesen, Sens. Und Hegering hat Platz. Hätte noch 2 Meter gehen können, wie ich finde. Ja, aber trotzdem, der erste Gedanke war da und dann durchziehen. Das ist okay. Was mir jetzt gerade gefallen hat an dieser Situation von Svenja Huth, sie ist ja eine erfahrene Spielerin und von ihr erwartet man in solchen Spielen ja auch Akzente. Und das tut dann auch eine Spielerin wie ihr gut, dass sie die Akzente eben zeigen kann. Jetzt haben wir uns in der Pause auch schon mal so einen kleinen Querblick in der Nations League geleistet, schon mal geschaut, was in den anderen Gruppen passiert. Und da ist uns aufgefallen, dass die Engländerinnen zu Hause mit 0:2 gegen die Niederländerinnen in Rückstand geraten sind.
Das würde bedeuten, dass der Europameister raus ist. Also auch andere Mannschaften haben durchaus Probleme. Wobei ich die Gruppe mit Niederlande und Belgien schon ziemlich heftig finde. Dann war Kühl. Und Ansgar. Wieder von Lohmann entschärft. Lohmann ganz alleine unterwegs. Vorne jetzt Popp mit dabei, die den Laufweg anbietet. Ein bisschen zu lange dauert, bis die anderen nachgerückt sind, aber Deutschland bleibt in Ballbesitz. So, gelbe Karte offenbar jetzt hier für Elisa Sens. Dann müssen wir uns noch mal angucken, für welche Aktion das passiert ist. So, Doppelwechsel Dänemark. Nadja Nadim haben wir gesehen und auch Luna Gewitz. So, und das ist Nadja Nadim, eine großartige Fußballerin für Dänemark. 35 Jahre alt, also sehr erfahren, schon mehrfach mit Kreuzbandriss unterwegs gewesen. Musste sich wieder rankämpfen. Mal gucken, was sie noch nach all diesen Rückständen leisten kann. Unfassbares Laufpensum. Aber das können wir fast für alle deutschen Spielerinnen heute unterm Strich festhalten. Mansbach versucht sich da irgendwie Raum zu verschaffen, Spielanteile zu bekommen. Jetzt ist die linke Flanke der deutschen Mannschaft offen. Aber Merle Frums ist da und hat das nötige Glück im Nachpassen. Also der Schuss war von Thorsten und dann gab es da die Möglichkeit des Nachschusses hier von Thomsen. Glück der Tüchtigen, mag ich mal. Ja, das kann man so sagen. Da ist mir auch wieder Horst Rubesch in den Sinn gekommen, halt doch die Bälle einfach fest. Das war wichtig, aber sie war gleich wieder da. Es kann ja passieren, dass ich ihn nicht gleich festhalte, aber sie hat sofort gesehen, das ist brandgefährlich und hat sofort nachgegriffen. Sens. Die deutschen Spielerinnen müssen jetzt wieder aufpassen. Es ist sehr zerfahren momentan. Die Däninnen können viele einfache, starke Bälle spielen. Die Deutschen sind momentan einen Schritt hinten dran und das kostet jetzt Kraft. Man sieht auch, es stimmt momentan die ganze Abstimmung nicht. Und eins muss man sagen, mit Nadja Nadim ist natürlich Erfahrung eingewechselt worden in Dänemark. Die wissen genau, wir brauchen nur ein Tor. Und das ist jetzt natürlich sehr spannend, wie die Deutschen jetzt damit umgehen. Absolut, aber ich glaube, dass die wirklich etwas stringentere Spielweise der Dänen jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass die Deutschen ein bisschen mehr Probleme haben. Ja.
für mich ist da immer noch eine sehr, sehr gute Statik drin im Spiel der Deutschen. Ein drittes Tor würde natürlich jetzt so ein bisschen Erleichterung bringen. Aber das ist diese Drucksituation, die wir angesprochen haben, ne, Katrin? Man führt zwar jetzt 2-0, aber es steht hier alles immer noch auf des Messers Schneide. Und jetzt muss man bestehen. Jetzt muss man Widerstände überwinden und eine Antwort haben. Gut. Gewinn bietet sich an. Und zieht eine Gegenspielerin mit raus. Nüsken. Clara Bühl. So, mal schauen, ob sie jetzt das macht, was du ihr geraten hast, Katrin. Aber dafür war es schon zu weit draußen. Sens! Der sah gar nicht so gefährlich aus. Und dann wird er noch mal sehr knapp da am rechten Pfosten. Elisa Sens. Ganz starker Seitenwechsel von Nüsken. Ah, waren gute 2 Meter da am Tor vorbei. Aber immerhin, genauso muss es gehen. Lohmann, Bühl, Ball läuft gut, Pop ist im Strafraum und das ist der Move, der dann zum entscheidenden Abschluss führen könnte. Aber auch das wissen natürlich die Däninnen und haben da mit 2, 3 Spielerinnen den Korridor geschlossen. Schaltaktion hier von Nadim kreiert, aber abgeblockt. Läuft weiter das Spiel. Hemmrich mit Sens, die sich super einfügt. Freches, jawohl! 67. Ihr 2. guter Abschluss schon. Anpassungsschwierigkeiten, die Leverkusenerin hier in ihrem ersten Länderspiel. So, Brühl Obase liegt verletzt am Boden, hat schon so ein Zeichen Richtung Bank gemacht, dass sie selber skeptisch ist, ob das weitergehen kann. Zentrale Innenverteidigerin. Viel zu tun fürs medizinische Personal der Dänen heute, ne? So, jetzt wird hier die Laola angestimmt und auf geht's. Haben ein super Gespür hier, die Fans, wie ich finde, für die Augenblicke, wo die Mannschaft wieder ein bisschen mehr Energie von draußen braucht. Also der Einstellung hier zu sehen, die einzigen freien Tribünen sind die Stehplatztribünen, die ja für mich rätselhafterweise beim Frauenfußball nicht belegt werden dürfen. Beim Männerfußball ist das mittlerweile auch bei internationalen Spielen meist der Fall. Habe ich noch keine schlüssige Begründung für bekommen. Aber egal, diese 20.000 hier auf den Sitzplätzen machen jetzt Alarm. Däninnen jetzt für diese kurze Spielphase in Unterzahl. Wir haben es gesehen, da macht sich schon die nächste Auswechselspielerin bereit. Das ist Karen Holmgaard, frühere Potsdamerin. Publikum, Gwyn.
das ist ja ein Hauch von WM-Feeling hier. Man fühlt sich zurückversetzt in den Sommer. Katrin, entschuldige bitte, dass ich das erwähne. Ich weiß, du warst im Mainzer Studio. Aber da habt ihr ja die Stimmung auch sehr gut transportiert. Wir hatten auch gute Stimmung. Ach, also das ist habe ich überhaupt nicht in Zweifel gezogen. Linda. Also viel Intensität jetzt in dieser Spielphase. Und solange die deutsche Mannschaft so hellwach, so hoch konzentriert und vor allen Dingen in der Reihe hinten so stabil bleibt, sehe ich überhaupt keinen Anlass, hier pessimistisch zu werden. Nicole Anyomi soll neuen Schwung bringen. Svenja Huth hat sich mit einer unfassbaren Laufleistung, so wie wir das von ihr kennen, müde gelaufen. Jetzt also die Frankfurterin. 1-1 Wechsel auf der rechten Außenposition. Davon gehen wir jedenfalls mal aus. So, Karen Holmer sehen wir dort. Und auch Caroline Möller wird kommen, die übrigens nachnominiert worden ist für die verletzte Brun. Offensivspielerin, Angreiferin. Also Holmgard für Hasbro, die kaum Akzente setzen konnte. Und Möller für die verletzte Brülobase, die längst raus ist. Das wird sich natürlich jetzt hier taktischen Tick verändern bei den Däninnen. Mal einen Blick drauf. Auf jeden Fall mehr Offensivpersonal jetzt zur Unterstützung von Wanska auf dem Platz. Lohmann. Er freut sich nach wie vor relativ viel Freiraums. Erste Aktion von Holmbar, die mittlerweile beim FC Everton in England kickt. Einst, wie gesagt, mit ihrer Zwillingsschwester Sarah gemeinsam bei Turbine Potsdam. Wieder Clara Bühl. Ecke von links ist ihre Sache. Aber bei den Eckbällen, Katrin, haben wir immer noch einen Tick Luft nach oben. Ne? Ja, die kurzen Ecken, die sind wirklich nicht gut gespielt. Weil es gibt kaum auch eine Möglichkeit, den zweiten Ball schnell reinzuspielen, weil man sonst abseits steht. Nochmal Bühl. Bühl. Also Strafraum jetzt immer gut besetzt mit Pop sowieso, mit Anyomi, die nachrückt, mit Lohmann, mit meistens auch noch Sjoke Nüsken. Da muss noch mal so ein Flankenball entweder genau auf den Kopf gezimmert werden oder eben so ein abprallender Ball auch vor die Füße fallen. Das ist dann extrem schwer zu verteidigen. Wieder Zeit für eine lange Ecke. Das sieht man auch, wie sie sich versammeln. Sie müssen jetzt variieren. Ja. 6, 7 deutsche Spielerinnen da rund um den Fünfer. Aber gefundenes Fressen hier für Lene Christensen. Also an den Standards, zumindest offensiv, darf da jetzt durchaus noch ein bisschen geübt werden. Haben wir auch bei der Weltmeisterschaft keine wirklich guten gesehen. Und sogar den einen wirklich katastrophalen Defensivstandard im Spiel gegen Kolumbien. Lohmann. Spannend.
spannend ist jetzt auch, wie Nicola Agnoni sich jetzt hier reinspielen kann. Sie hat natürlich, es ist schwierig, so ein hohes Tempo gleich zu gehen. Sie ist eine schnelle Spielerin, aber sie spielt auf einer Position, wo man unglaublich viel arbeiten muss, dass man den Ball bekommt. Das hat man jetzt auch gesehen bei Svenja Hut, wie sie sich aufgearbeitet hat. Und es wäre jetzt ganz wichtig, dass Nicola Agnoni diese Verantwortung auch übernimmt, weil sie hat ja die Schnelligkeit. Absolut. Sie hat auch so ein bisschen was Wildes in ihrem Spiel. Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen im Zusammenhang zu sehen ist mit ihrer Rolle bei der Europameisterschaft, wo sie ja die Rechtsverteidigerposition übernehmen sollte als Backup. Ob sie das so ein bisschen durcheinander gebracht hat, auf jeden Fall geht es mir bei ihr ähnlich wie bei Jule Brandt. Da ist noch so viel Luft nach oben. Nüsken! Und da hinten, der Ball geht noch an den Pfosten von Alex Popp. Das war sehr undurchschaubar. Und da wirkt es so, als sei sie selbst ein bisschen überrascht gewesen. Schauen wir uns noch mal an. Wartet lange, Jürgen Nüsken. Keine Abseitsposition. Ideales Timing. Stellt den Fuß rein. Bisschen mehr Druck hinter. Und noch ein bisschen mehr mit dem Körper rein. Dann ist der Ball im Tor. Jetzt kann sie Tempo aufnehmen hier mit Julia Gwin auf der rechten Seite. Und jetzt geht sie diesen tiefen Lauf. Jawohl! Also wir erleben hier wirklich ein sehr, sehr gutklassiges Fußballspiel. Auch die Däninnen noch am Anschlag in der Verteidigungsarbeit, wenn wir hier noch mal die Riesenchance von Alex Popp sehen. Also knapp 20.000 sind hier, die Zuschauerzahl ist gerade durchgegeben worden. Und das wird natürlich dann auch noch mal vom Publikum selbst bejubelt. Großartige Atmosphäre hier im Ostseestadion, das können wir schon mal festhalten. Würdiger Rahmen für ein so wichtiges Spiel. Und das Publikum nimmt uns allen hier, da unten denen sowieso, aber auch uns allen hier so ein bisschen das Gefühl der Kälte. Schenkt uns Wärme. Gwin gegen Christensen, die aber da ein gutes Verhalten beim Rauslaufen zeigt. Sehr gut, wie die deutschen Spielerinnen immer noch früh draufgehen, dass sie die Dänen nach wie vor nicht abdrehen lassen und in lange Laufwege reinkommen lassen mit dem Ball. Und dadurch können sie immer wieder gleich den Schneid abkaufen. Und das ist, braucht Kraft und auch Mut, aber so kann man eben auch die Gegnerinnen vom eigenen 16er fernhalten. So, schön wieder gegen den Ball gearbeitet, damit man sich hinten sortieren kann. Konterspiel unterbunden von Julia Gwin. Er hat noch kein einziges Spiel mit der Frauennationalmannschaft verloren, Horst Rubesch. Seine 8 Einsätze als verantwortlicher Coach 2018. 7 Siege, ein Unentschieden, ein 0:0 gegen Spanien war das. Und jetzt hier ist er auf Kurs. Drittes Spiel, dritter Sieg. Auch wenn in den vergangenen Spielen fußballerisch längst noch nicht alles gelungen ist. Da war viel, viel Stückwerk noch drin. Die Köpfe waren oben. Und ich will es nicht wirklich an der Stimmung und an der Laune festmachen. Aber das matcht zwischen diesem Trainer und dieser Mannschaft. Woran liegt das, Katrin? Es gibt verschiedene Momente. Auch natürlich, dass man weiß, okay, lass uns jetzt einfach etwas Neues beginnen. Und einfach sagen, wir lassen uns jetzt darauf ein. Und das ist natürlich etwas, das befreit. Und dadurch, dass sie jetzt viele gute Momente hatten, dass sie gemerkt haben, sie hatten kleine Erfolgserlebnisse gleich am Anfang und eben auch die Tore, dann glaubst du natürlich plötzlich an alles. Mal Sense, das ist das, was wir angesprochen haben. Ihre Tempoaufnahme, ihre Dynamik. Und von Clara Bühl kennt man nichts anderes.
es ist das, was die Spielerinnen immer gesagt haben. Horst Rubel spricht das Ganze auf das Einfachste runter, sagt, das Fußballspielen ist nicht allzu kompliziert. Ich glaube, wenn man später was entwickeln will, braucht es schon noch ein paar Facetten mehr, definitiv. Das weiß er, glaube ich, auch. Aber zunächst mal einfach die Ansprache so zu wählen, dass die Spielerinnen ihn verstehen, dass die Spielerinnen sehr genau wissen, was man erwartet von ihnen und dass man in der Kritik sehr, sehr großen Austausch hat. In der positiven genauso wie in der negativen. Ich glaube, das war sehr, sehr wichtig für diese Spielerinnen. Sollte das heute so enden hier, dass berechtigte Hoffnung besteht, also wir müssen immer erstmal wieder auf den letzten Spieltag am nächsten Dienstag verweisen, berechtigte Hoffnung besteht, in dieses Final Four Turnier einzuziehen, dann bin ich ziemlich sicher, dass das noch mit Horst Rubisch passieren wird. Es ist ja noch nicht festgelegt, aber man kann sich das gar nicht anders vorstellen. Dann haben die Verantwortlichen eben noch mehr Zeit, die Zukunft zu gestalten. Oh. Geht spannend weiter in den anderen Nations League Spielen. Engländerinnen haben ausgeglichen. 2-2 gegen die Niederländerinnen. Also geben sich da auch noch nicht verloren. Stark. Kathi Henrich und Marina Hegering stehen sehr mutig hinten drin, aber man sieht auch, dass sie eng stehen. Sie reden die ganze Zeit miteinander. Auch jeder, dass Kathi Henrich den Mut hatte, in diesen Prellball reinzugehen. Und dann sagen wir, ziehen das durch bis zum Schluss. Und das ist ganz wichtig, dass von hinten auch diese Überzeugung kommt. Ist es bei euch Prellball in der Schweiz? Ja. Also ich würde Pressball sagen. Pressball. Aber egal. Wir werden verstanden. Ja, und was heute, wie ich finde, deutlich besser klappt als zuletzt, ist, dass die Mannschaftszeile eng bleiben. Ne? Also wir haben gesehen, mit Sjoke Nüsken am Anfang, mit Debritz, jetzt mit Sens. Sie sind eng an den aufrückenden Innenverteidigerinnen dran, sodass man einfach nicht so schnell überspielt werden kann. Und da in die Falle tappt, in die Konterfalle. Anjomi das Ganze hier bearbeiten, stellt zu, dann der Ballverlust, Sens ist da und Neuaufbau über Hegering. Pop. Nüsken. Auch eine absolute Empfehlung von der Chelsea-Spielerin heute. Jetzt warten, bis ein paar Spielerinnen nachrücken. Läuft viel über Sens da auch. Ah, der hatte nicht die nötige Schärfe, der Ball hier von Nüsken. Dann jetzt noch nicht. Und wieder Sens. Wie die ihren Körper einsetzt. Stark. Vor allen Dingen, wie sie frech aufspielt. Und einfach sagt, ich habe nichts zu verlieren in meinem ersten Länderspiel. Voller Brisanz. Und zeigt ihre ganze Stärke. One score. Anjomi ist da und Merle Frohms auf dem Posten. Auch eine gute Defensivaktion jetzt hier, wird beklatscht vom Publikum, aufmunternd. Uwe ist ja oben eingeblendet, noch knapp 7 Minuten plus Nachspielzeit. Im Moment ist Deutschland Gruppenerster in dieser Nations League Gruppe. Auch die Französinnen übrigens mittlerweile mit 1-0 in Front gegen Österreich. Spanien führt 1-0 gegen Italien. Also diese beiden favorisierten Mannschaften sind auf Kurs. Und wenn Frankreich sich fürs Final Four-Turnier qualifiziert, wir haben es angesprochen, ist das eine gute Nachricht, auch für die deutsche Mannschaft. Weil dann könnte
wenn sie das Halbfinale gewinnen, die Französinnen sogar Platz 3 erreichen für die Olympia-Qualifikation. Sie haben sich in den zurückliegenden Tagen hier beim Lehrgang, bei der Vorbereitung auf diese beiden Länderspiele von Sarah Delbritz vor allen Dingen, aber auch Lina Magull vom Flair bei Olympischen Spielen erzählen lassen. Das ist etwas Besonderes. Und wenn wir das hier an dieser Stelle so betonen, muss man das vielleicht auch noch mal für alle Zuschauerinnen und Zuschauer erklären. Das sind A-Nationalmannschaft bei den Frauen, die dort bei Olympia antreten. Das sind also die besten Spielerinnen der Welt. Und nicht wie bei den Männern U23-Auswahlmannschaften. Und dazu kommt natürlich diese besondere Atmosphäre mit anderen Athleten. Und das genießen die Fußballerinnen immer extrem. Olympiasiegerinnen von 2016 von Brasilien. Ja, wenn wir jetzt hier gerade im Bildausschnitt nicht sehen, nochmal Anweisungen von André Jägerz an Wanska, wie sie sich vorne bewegen soll, bevor auch Horst Rubesch gleich nochmal wechseln wird. Paulina Krumbiegel steht schon bereit. Lohmann, Sydney Lohmann! Oh, da war mehr drin. Ja, das war jetzt sehr schade. Das ist so ein geschenkter Ball. Und da müssen die deutschen Spielerinnen langsam aufpassen, dass sie nicht zu viel verschenken. Ein Tor und Dänemark ist zurück im Rennen. Und das wäre wichtig. Fehlpass hier von Nadim in die Füße von Korb. Also. Paulina Krumbiegel für Julia Gwin. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich auch auf der rechten Verteidigerposition einsortieren wird. Ist ja aus dem erweiterten Kader der Weltmeisterschaft kurz vor Abreise nach Australien rausgefallen. Paulina Krumbiegel. So, Körpersprache nochmal hier von Sjoko Nilsken. Und auch das bringt das Publikum auf die Palme, völlig zu Recht, dass sie sich hier aufregt und er auch. Also so deutlich zu sehen, dass das hätte ein Eckball geben müssen. Zweite Fehlentscheidung in dieser Art von der Schiedsrichterin. Das wird hier nicht spielentscheidend sein, aber das ist schon sehr auffällig gewesen, weil er extrem abgefälscht war, der Ball. Sich bloß nicht jetzt in Diskussion mit der Schiedsrichterin verfangen. Konzentriert bleiben. Abhaken die Situation. Also unabhängig davon, dass das natürlich keine Situation für den VAR gewesen wäre, den gibt es hier nicht bei der Nations League der Frauen. So, nachreichen müssen wir noch die gelbe Karte für Sydney Lohmann, die fürs Meckern hier in der Situation kassiert hat. Da haben wir auch das dazugehörige Bild noch. Vielen Dank. Aber auch das nicht besorgniserregend jetzt in dem Zusammenhang. Lohmann war nicht vorverwarnt. Score. Nicht ganz sauber angenommen, den Ball. Alles sehr eng. Jetzt die Umschaltbewegung Deutschland. Nüskens langer Ball für Alexandra Popp. Und jetzt wird es hier richtig hitzig. Also da werden wir natürlich die Zeitlupe noch mal brauchen. Schiedsrichterin stand eigentlich gut, um diesen Zweikampf zu bewerten. Also wir schauen uns den Zweikampf zwischen Davis und Popp noch mal an. Aber wenn Alexandra Popp so liegen bleibt, dann hat das seinen Grund. Hier.
Ja, Köpfe gegeneinander. Es war kein Foul. Nein, das, kann das man ist sagen. Absolut unbeabsichtigt. Beide gehen zum Ball. Pop kommt mit Riesenschwung rein. Völlig korrekt, das hier nicht abzupfeifen. Und trotzdem hat sie ein Abkommen. Ja, das tut weh, das ist klar. Tut vielleicht jetzt auch gut der deutschen Hintermannschaft, dass sie sich ein bisschen sortieren können. Weil es ist jetzt in der 90. Minute, sie führen. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass jetzt eine Sjökenüsken, so wie sie jetzt auch spielt, das Spiel an sich reißt. Dass auch eine Sydney Lohmann jetzt einfach sicher die Bälle behält, weil die Däninnen werden jetzt alles vorne reinbringen. Und jetzt ist so ein Moment der Reifeprüfung. Können wir das, was wir erschaffen haben, auch verteidigen? Da haben wir Nadia Nadim, die mittlerweile in den USA wieder bei Racing Mobile zum Einsatz gekommen ist nach ihren Verletzungen. Also 5 Minuten Nachspielzeit ist natürlich absolut angemessen aufgrund der vielen Unterbrechungen. Hätte sogar mit noch ein Tick mehr gerechnet. Den entsprechenden Getöse von den Rängen. Jetzt komplett in der Konzentration bleiben. Keinen Meter Platz lassen. Stark. Lohmann. Nüsken. Jawohl. Da ist jetzt Platz auf der Außenbahn. Sens durchaus mit einem riesen Aktionsradius. Jetzt mal auf den Flügel ausgewichen, bislang ja eher durchs Zentrum ihre Vorstöße gestartet. Aber auch stark wieder von Nüsken. Sie hat den Ball gefordert, sie möchte ihn, sie möchte die Verantwortung übernehmen. Genau jetzt ist es wichtig in diesen Minuten. Umbiegel nochmal mit Nüsken. Nachsetzen. Jetzt ist natürlich Raum da. Das ist jetzt auch für ihn eine aufregende Schlussphase hier in der Nachspielzeit. Sydney Lohmann. Pop in der Mitte. Sydney Lohmann macht's allein. Also bei ihren Abschlüssen hier von halb rechts fehlt so ein bisschen die Präzision, den Ball einen Tick besser zu platzieren. Aber die Energieleistung von Lohmann absolut lobenswert, heraushebenswert. Bühl, Bühl, kleines Missverständnis. Stimmung jetzt hier im Ostseestadion in Rostock. Also die Fans, die hier heute zum ersten Mal möglicherweise ein Frauen-Länderspiel erleben, die werden das nicht vergessen und die werden wiederkommen, ganz sicher. Also die ordnende Hand, der ordnende Fuß hier von Nüsken. Dann noch einen kurzen Moment des Zögerns, weil Pop auch zum Ball wollte. Aber offensichtlich dann der Ruf von Clara Bühl. Ich hab ihn, ich nehme ihn, ich hau ihn rein. Ja, der Ballgewinn in der Mitte mit zusammen Sjöke Nüsken und Elisa Sens, das war genau symbolisch, wie die zwei auch zusammengearbeitet und dann nachher dieser souveräne Ball in die Tiefe. Und fast zwei sich drum streiten, weil er so gut war. Also 3-0 Deutschland heißt, der direkte Vergleich geht jetzt zugunsten der deutschen Mannschaft. Man ist nicht mehr angewiesen, wenn alles gleich bleibt, wenn beide Mannschaften ihr letztes Spiel gewinnen,
auf das Torverhältnis. Das ist mal eine Pointe jetzt hier. Clara Bühl mit ihrem vierten Nations League-Treffer. Also ihre Leistungssteigerung auch noch mal nach der WM wirklich signifikant jetzt für das Aufwachen dieser deutschen Mannschaft. Man muss auch sagen, dass Sarah Linder hier heute so den Rücken frei gehalten hat, dass sie da performen konnte. Sarah Linder ist wirklich, hat mich ganz stark überrascht. Also Sjoerke Nyskinen auch und natürlich Sydney Lohmann. Also wirklich stark. Und Clara Bühl hat sich reingekämpft. Sie hat sich richtig in dieses Spiel reingekämpft. Also Linda haben wir schon gebührend gelobt. Das ist für mich die Entdeckung nach dieser Weltmeisterschaft. Und die beiden harmonieren da prächtig auf der linken Seite. Das muss man sagen. Wir wollen das jetzt alles nicht hier gleich in den siebten Himmel loben. Aber das, was wir hier sehen nach all den Monaten, das ist definitiv das Beste seit langem. So, jetzt noch mal zumachen, Linda. Sarah Linder musste da beide Seiten dicht machen, ist ihr gelungen. Gegen Kühl. So, wir sind schon über die 5 Minuten hinaus. Jetzt nochmal für Entlastung sorgen hier. Sens ist das. Pop hat die Routine, den Ball hier sauber zu verarbeiten. Sydney Lohmann. Spielzeit noch mit ihrer Dynamik unterwegs. Und was macht sie jetzt? Geht sie noch vorbei? Oder holt sie sich jetzt ein Verschnaufpäuschen da an der Ecke? Das war's! Deutsche Mannschaft hat geliefert, gewinnt hier mit 3:0 gegen Dänemark und löst Partystimmung in Rostock aus und natürlich auch innerhalb dieser Mannschaft.